Servus, meine lieben Angelfreunde. Willkommen zurück. Neue Folge, neues Glück. Ich sehe euch leider gar nicht, weil ich gucke komplett in die Sonne. Das machst du aber total toll. Ja. Wir sind heute ganz spontan nach der Arbeit losgefahren. Wieder mal zum Kanal. Wir haben uns ein, zwei Stellen angeguckt, die wir persönlich sehr, sehr gut fanden. Aber die fanden auch andere Angler gut. Die waren schon besetzt. Jetzt haben wir hier einfach angehalten. Ziemlich praktisch. Das Auto steht hier sogar unweit hinter uns, weil hier eine Straße ist. Und wir werden heute einfach Feierabend fiedern und sollten wir einen Köderfisch kriegen, legen wir auf jeden Fall eine auf Zander, Aal, keine Ahnung, Barsch aus, denke ich mal. Alles mögliche Raubfischmäßige, genau. Wir können alles hier brauchen und wenn wir was fangen, nehmen wir es auf jeden Fall mit zum Abendbrot, denn unser Kühlschrank ist leer. Wow. Ich glaube, die BNK mit der Bodenangel. Schöner Fisch. Da ist Petri, schöne Barbe. Und gar nicht lang schnacken, wir haben auch gar keinen großen Akku bei. Sag das nicht, weil wenn wir nicht fangen, dann denken die Leute, wir müssen verhungern. Ja, das stimmt so. Dann spendet bitte für uns. Spendet, wir haben nämlich kein Essen mehr im Kühlschrank. Oh nein. Und ihr wisst ja, Döner-Teller sind teuer. Oh, wirklich. Und wir können heute gar nicht so viele wahrscheinlich, also so viele Live-Bisse filmen. Heißt erstmal, das muss ich erstmal beißen. Die Fische müssen hier sein, weil wir haben keinen großen Akku bei. Wir haben bloß normale Akkus. Und deswegen muss die Kamera öfter dann mal aus sein. Aber ich mache jetzt erstmal Futter fertig und... Oh, das sah gerade aus, als wenn da an der Oberfläche sogar ein größerer Fisch zu sehen war. Aber ich kann mich auch täuschen. Egal. Wie gesagt, wir machen uns erstmal hier ready und dann zeigen wir euch, mit was wir angeln, wie wir angeln und. Meine Freunde. Ja, ihr habt da unser Futter. Unser selbstgemachtes Grundfutter. Die gelbe Version. Ja. Mal gucken, ob ich mir... Ach so. Was, Ja. Nee, ich dachte, weil du ja hier Green vorgelesen hast. Ja, hier habe ich auch nochmal... Ja, auch nochmal ein Beutel Green vom selbstgemachten Futter, aber das haben wir so mitgenommen, das habe ich gestern schon vorbereitet. Eigentlich wollten wir gestern schon losfahren, aber gestern ist uns dann das spontane Couch-Feeling übergekommen. Und ihr seht das ja, das ist immer noch sehr, sehr hell, aber wenn jetzt Wasser dazu kommt, dann wird das gleich gelb werden. Kann ich den eigentlich nehmen hier? Du kannst hier Futterkörbe raussuchen da, ja. Da ist ja, glaube ich, nur der eine. Nö, da müsste mehr drin sein. Hier in dem nicht. Nee, na hier, guck mal, da ist ja die Tüte. Wir haben noch die na, Tüte ich weiß bei. Nicht, meinst du reichen können? Das kann ich dir selber gar nicht sagen. Ja, wie gesagt, ihr habt das vielleicht gehört. Anna hat gefragt, wie viel Gramm hier ausreichen. Aber 50 könnte eigentlich reichen. Muss das mal so gehen. So, und dann guckt, jetzt ist das Futter schön gelb geworden. Du hast so schmutzige Hände. Ja, das stimmt. Danke. Ich befülle dir deinen Futterkorb. Liegt mit eingedrückt hier? Ja, das kommt nicht mehr raus. Da, da rausgedrückt. So, bitteschön. So, dann haben wir natürlich immer einen Wassereimer. Die Hände sauber machen. Weil ich sehe, Lappen oder sowas haben wir ja nicht bei, wa? Oh, wahrscheinlich nicht. Wie gesagt, das ist das spontane Losfahren. Aber Futter musste fertig sein. Eine Kinderjacke im Auto. Eine Kinderjacke? Und keine Kinder, also können wir die Kinderjacke benutzen. Dann werde ich mal um meine Fiederroute startklar machen. Ich werde jetzt am Anfang und Anne ja glaube ich auch eine Fiederroute und eine Messet-Fiederroute, wa? Mhm. Ja. Weil... Wir nicht extra umbauen. Genau, ach, ich sehe ja, hier war genau. Das waren ja als letzten, waren ja unsere Angeln im Einsatz, wo wir die schönen Schleien und den Giebel gefangen haben. Und deswegen sind die Angeln hier noch umgebaut und haben noch den andere Vorfach dran. Ja, der Tag, der war auch mega gewesen, muss man sagen. Ja. Für euch sind ja die Videos immer fortlaufend. Bei uns stecken jetzt schon wieder, keine Ahnung, wie viele Wochen dazwischen. Zwei? Ja, weiß ich nicht. Ungefähr. Oder drei? Ja. Ja, so drei Wochen könnten das sein, ja. Oh, da kommt ein großer Dampfer. Ja, das haben wir hier natürlich auch. Und das muss man sagen, krass. Also guck, da hinten kommt er.
Das ist krass, als wir hier angekommen sind, da gedacht, was, hier ist irgendwo ein großer Fisch, da ist hier ein Schwimmer lang. Keine Ahnung, ob man hier lang schwimmen dürf. Darf? Darf? Ja, darf natürlich, dürf, Gottes Willen. Entschuldigung, aber du, es wird ja manchmal auch aufgeregt über deine... Über meine Art und Weise, Aussprache? Ja. Obwohl ich dich so süß finde. Ja, da kann man sich, ihr könnt euch gerne aufregen. Meine Art und Weise, wie ich mich artikuliere. Er wird sich nicht ändern. Selbst wenn ich es wollen würde. Nein, das willst du nicht. Es würde einfach nicht also gehen. Ich möchte das auch nicht. Ja, jedenfalls muss der wieder ab. Ja. So. Jedenfalls ist hier ein Schwimmer durch. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist hier so ein Kanal, wo hier so eine Pötte hier langkommen. Also, das ist schon krass. So, hast du einen kleineren Haken schon dran? Was meinst du für einen kleineren Haken? Ja, was hast du denn für ihn dran gemacht jetzt? Ja? Da passen 3 Maiskörner drauf. Ich will was Großes fangen. Okay, also bin ich jetzt für den Köderfisch verantwortlich oder was? So, ja. Sonst mache ich es ja immer. Naja, ihr wisst ja, Köderfische kann ich. Aber du, weißt du, also ich habe einen Köderfisch. Achso, da sind auch kleine Köderfische mit bei, ja. So, aber ich werde natürlich erstmal einen kleinen Haken dran machen, ein bisschen Futter drin und erstmal gucken, was hier überhaupt geht. Und sollten wir, wo sich ja manche ärgern, sollten wir ein paar Grundeln fangen, nehmen wir die natürlich mit. Weil wir wollen in den nächsten Tagen öfter abends mal zum Kanal und unser Glück auf Zander probieren. Und ich sag mal, nichts geht besser als eine schöne Grundel. Aber erstmal gucken, weil wir waren hier noch nie angeln. Wir waren zwar schon mal an diesem Kanal angeln, aber noch nie hier auf diesem Abschnitt. Und das hier sieht man jetzt richtig geil. Guck mal, hier unten diese, ich weiß nicht, ob man das an der Kamera erkennt, diese Farbmischung jetzt hier. Jetzt sieht man direkt, wo die Steinkante hier endet. Geil. Das sieht geil aus. Jetzt hätten eigentlich schon die Ruten drin sein müssen, weil jetzt werden wahrscheinlich die Bisse kommen. Aber kommt Zeit, kommt Rat. Ich brauche erstmal einen vernünftigen Futterkorb. Weißt du noch gar nicht welchen so richtig? Schwer oder leicht? Ich nehme mal einen ganz leichten am Anfang. Einen ganz leichten großen mit viel Futter. Und mal gucken, ob der nicht zu leicht ist, weil der hat, ich glaube, gar kein Gewicht. Nur das Futter an sich, das könnte ein bisschen zu leicht, also er rollt auf jeden Fall nicht. Nee, du kommst mir in eine Quere. Nee, ich versuche das schon, dir nicht in eine Quere zu kommen. Gut. So, und den anderen mit dem Messet-Feeder natürlich, da ist schon ein kleiner Dumbbell dran. Vielleicht lasse ich den doch gleich ran oder ich mache einen kleinen Poppy ran, mal gucken. Weil, wir haben ja gesehen, wo wir, ich habe ja gerade davon gesprochen, das letzte Mal her mit Angeln. Pipapo, da hat man ja gesehen, die Fische wollten an diesem See nichts anderes außer so einen Köder im Futter. Vielleicht lag es dann nicht am See, sondern an der Zeit oder was auch immer. Aber somit habe ich natürlich auch eine Chance mit der zweiten Rute, solange wie man keinen Köderfisch hat, natürlich auf einen größeren Fisch. Und dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was so gehen könnte. Was sind denn da hinten für Schatten? Sind das Fische, sag mal? Nee, das ist der Dreck, echt, der hochgekommen ist. Das ist ja krass. Da gibt es ja so eine richtige Spuren im Wasser. Naja, ich entheddere mal hier mein Köder. Werf den Messet Feeder hier rein. Mit einem kleinen gelben, weiß ich was hier. Dumbbell oder wie man sowas nennt. Und dann schauen wir mal. Meine Lieben, ihr seht ihr, die Anne wirft noch
neu aus, fasste meine Angel rein. Oder ist sie da sogar drin? Nee. War mal wieder äußerst knapp. Ja, tut mir leid. Ja, du, alles gut. Aber, danke, aber, ist, nicht, aber ist, nicht, ist nicht so, dass sie bei mir gebissen hat und sie den Spotgeier macht. Ich glaube, du fischst jetzt an. Du lockst sie? Ja, das kann natürlich auch sein. Ach nee, du hast ja ganz weit hinten geschmissen. Ich habe da hinten geschmissen, ja. Ja, Anna hatte eh einen richtig kräftigen Biss, richtig geil auf Wurm. Zwei Würmer drauf, dann waren bloß noch so ein Fussel dran. Das war auch ein schöner Biss, aber bis jetzt auch der Einzige. Außer an meiner Messed-Feeder, ja, da ist manchmal so ein bisschen Bewegung. Aber ja, die Messed-Feeder liegt da eigentlich optimal. Normalerweise könnte man jetzt auch tauschen und sagen, okay, Futterkorb mit Madewurm oder sowas hier an die Kante ran, dass man vielleicht ein bisschen mehr Aktion kriegt. Weil da ist ja, glaube ich, weiß gar nicht, so ein kleiner Puppi dran oder sowas, ne? Das nimmt natürlich bloß ein richtiger Fisch. Ja. Und bei mir, naja, nichts. Ich habe jetzt auch meinen Messed-Feeder raus und habe auch normal Futterkorb dran, um die Fische hier erstmal irgendwie vielleicht zu suchen. Ja, soweit zum Update. Also gibt noch nicht so viel zu sagen und bislang noch nicht so viel zu filmen. Ist gut, weil wir ja keine große Batterie dabei haben. Außer dass wir hier gerade so ein, auch so eine Begegnung mit so einem Ruderboot hatten, mit so einem Vierer oder Fünfer oder keine Ahnung, wie viele da drin gesessen haben. Und Vierer? Und die immer von rechts nach links gekommen sind. Da haben sie uns schon gesehen, da haben wir auch schnell die Angeln drin gemacht, weil wir sie gesehen haben. Und dann haben die hinter uns gedreht und sind schön dicht bei uns hier vorbeigefahren. Ich habe gerade so den Futterkorb dann nochmal rausgekriegt, weil man sie nicht gesehen oder gehört hat. Ja, und bin fast am Boot hängen geblieben und meinte dann, du bist noch so, was. Dass sie ja vorher Bescheid sagen können, haben die bloß rumgetottert da drauf. Also manchmal fragt man sich auch bei den Leuten, was mit denen die richtig ist. Ja, aber so ist es heutzutage. Rücksicht gibt es nicht mehr so viel. Aber davon lassen wir uns nicht abschrecken. Wir genießen so ein bisschen die Abendsonne hier. Und hoffen, damit vielleicht mal ein paar Fische hier vorbeikommen. Aber leider ist es natürlich so, wenn man in so einem Kanal angelt, wenn man jetzt hier runter guckt, und in die Richtung guckt, sieht ja total gleich aus. Ja, und da können die natürlich überall sein. Und da würde wieder der Spruch von Olaf kommen, ne? Fische haben Flossen. Fische haben Flossen. Und die können überall sein und die können auch hierher kommen. Oder man muss die Stelle wechseln und die suchen. Kommt ganz drauf an. Aber gut, wir bleiben einfach hier sitzen, Mann. Wir bleiben hier sitzen, hauen hier so ein bisschen aus. Und mal gucken, ob wir euch heute noch einen Fisch präsentieren können. Schauen wir mal. Aber meistens sagst du ja zum Schluss, das ist genau das Richtige. Feierabend, wenn man Stress auf, oder selbst wenn man nicht Stress auf Arbeit hatte, kaum ist man am Wasser, sitzt hier vernünftig. Mega. Einfach mega. Herrlich. Könntest du jetzt einfach hier die Kamera laufen lassen und ihr sitzt so ein bisschen mit uns hier. Aber der kriegt bestimmt gar nichts. Also machen wir wieder den Kameratrick, Kamera aus. Und dann beißt er doch. Das nicht glauben, so wie es immer ist. Wir haben leider nichts zu essen bei, deswegen können wir uns die Fische nicht austricksen. Aber ich baue gerade für die Anne eine Rute hier um. Weil Anne möchte jetzt schon, obwohl wir keinen Köderfisch bislang gekriegt haben, mit Köderfisch probieren. Denn wir haben ja so eine komischen eingelegten Fische mal gekauft in so eine Gläser. Und kaum bin ich hier am Fummeln, beißt ganz hinten auf der anderen Seite auf meinem Wurm. Erst bei mir. Erst bei dir, stimmt. Der ist rüber zu dir. Das kann natürlich sein, er hat komplett immer die Seite gewechselt. Ja. Ich habe jetzt hier nämlich, wir angeln ganz simpel, habe hier jetzt in kleinen Drilling rangebunden, an einem langen, schönen, ganz normalen Monovorfach, mindestens einen Meter, weil das den Zander vielleicht genug Spiel lässt, damit er den Fisch nimmt. Weil wie gesagt, wir haben es auf jeden Fall auf den Zander aus. Das ist nun mal so ein Kanalfisch. Und dazu ein kleines, zeige ich euch mal, einfach nur ein kleines Blei mit einem großen genugen Wirbel sozusagen dran, dass da gut die Schnur durchgehen kann. Und das ist dann eigentlich alles. Kein großartiges Hexenwerk. Dann kommt ihr bloß noch drauf an, ob diese komischen Einlegfische, die man hat, auch Fische bringen. Auch Fische bringen, weil bislang, ich glaube, ein, zwei Mal haben wir sie schon benutzt, ne? Mhm.
glaube ich, haben wir die mal dran gehabt. Hatte nichts gebracht. Hier, ihr seht ja, wenn man Sehne abschneidet, dann gleich in die große Angeltasche, dann hat man im Winter wieder was, was man aufräumen kann. So, guckt an. Ganz normal, ich sehe wieder gar nicht. Ganz normal Bunnen. Wie gesagt, das ist bestimmt einen Meter lang. Das kommt jetzt hier an die kleine, feine Montage ran, die ich euch gleich zeigen werde. Die Route ist eine Karpfenroute. Das ist eigentlich, die Route ist ja vollkommen Banane, weil die liegt ja einfach so rum. Das interessiert den Fisch nicht. Gute ist aber, da ist eine Freilaufrolle dran, dass man einfach nur umklippt und der Fisch schön locker abziehen kann. Und dann beim Anhau ist es nicht so schwierig. Man muss nicht viel nachdenken, sondern bloß klippen nach vorne, anhauen, fertig. Ja, und das war klar, ich habe die Kamera angemacht. Das beißt da drüben nicht mehr. Aber vielleicht, Hast du eine kleine Grunde. Vielleicht ist ja die Grunde dran. Ich werde doch, bevor die Angel rinfliegt, werde ich die Angel nochmal schnell rausholen. So, guckt es euch an. Ja, ganz normal, wie eine Futterkorbmontage, zwei Perlen, Wirbel. Ja, hier das kleine Blei, wo die Schnur so richtig schön durchflutschen kann, damit beim Biss nichts passiert. Und dann haben wir ein Dunklet, also ein Dunklet Mono hier als Vorfach. Hechte gibt es hier so gut wie nicht. Und wie gesagt, mit dem kleinen Köderfisch auf Grund werden wir wahrscheinlich auch keinen fangen. Hoffentlich. Schnur ist dick genug, ist eine 35er. Und dann schauen wir mal. Ich hack den erstmal hier und wann. Hier gibt es erstmal Vorsicht. Der Drilling ist echt spitz. Vielleicht hole ich jetzt die Grundel raus. Das wird natürlich. Schauen wir mal. Es waren auf jeden Fall so eine Bisse, aber es fühlt sich nicht danach an. Außer die ist genauso groß, wie man sie haben möchte. Aber wir reden natürlich die ganze Zeit vom Grundeln. Wir wissen gar nicht, ob hier in dem Abschnitt sowas überhaupt gibt. Ne? Also ist auch immer so eine Sache. Okay, hier ist nichts weiter dran. Ne? Nö. Das war nix. Ein bisschen was abgefressen und das war's. Ja, schade, schade. Okay, wenn das jetzt natürlich Wind. Oh. War dran? Ne? Schöner Biss. Jetzt hat die Anna da drüben schön ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob die Rute drauf war. Der ging auch gut ab. Also seitdem die Sonne, muss man sagen, dahinter. Ja, seitdem die Sonne hinter den Wolken da weg ist. Die Sonne hinter den Bäumen weg ist, wollte ich sagen. Sind die Fische vielleicht ein bisschen aktiver? Mal gucken. Ja, bei mir hat natürlich, jetzt wo ich die Kamera auf der Rutenspitze gehalten habe, nicht mehr gebissen. Da wird meine bestimmt nicht drauf gewesen sein. Ja, das kann sein, das weiß ich nicht. Mal gucken, vielleicht war ja Annes Rute doch drauf. Mal gucken, ob wir heute noch einen Fisch fangen können. Wie gesagt, das ist ja immer nicht alles, aber man muss sagen, also diese Feierabendangeln, besonders wenn man sich dann natürlich Stellen raussucht, wo man noch nicht war, bessere Erfahrungen kann man nicht sammeln. Also man kann viel im Internet lesen, man kann auch erfragen und man kann Leute fragen und Leute anschreiben und wie sie quasi. Aber wenn ihr selber nicht dahin fahrt, dann könnt ihr das nie rausfinden. Und dann geht es auch euch so wie uns. Man bezahlt auch oft Lehrgeld dafür, wenn man sich Stellen raussucht. Neue Stellen und nicht weiß, was gibt es da für Fisch, wie fängt man den Fisch. Aber das macht ja eigentlich das Angeln aus. Nee, also wenn ich mich nur, keine Ahnung, mit einem Guide irgendwo hin kutschieren lasse und dann da meine Fische fange, kann man auch machen, ist auch interessant auf jeden Fall. Aber so diese selber die Erfahrung sammeln, und das ist eigentlich das Schönste an dem Hobby. Und wenn man dennoch zum Erfolg führt, dann ist es natürlich noch viel schöner. So wie wir jetzt zum Beispiel, wenn jetzt hier einfach die Rute mit dem
mit dem komischen eingelegten, das wollte ich sagen, eingelegten Köderfisch. Wenn die natürlich hier abgeht, na, das wäre das Nonplusultra. Besser wäre wahrscheinlich noch so ein frischer Köderfisch. Aber wir haben natürlich auch keine Stüppe oder sowas bei. Sag mal, das könnte natürlich hier auch gut funktionieren, wenn man so eine Posenroute hier langsam lang treiben lässt. Die wir nicht mit haben, ja. So eine Stüppe sollte man wahrscheinlich immer im Auto haben. Ach, sie weiß nicht, aber das war ein richtig guter Biss. Nee. Kein Fisch? Oh. Schön langsam in die Falle gekurbelt. Bitte. Tja, man muss auch Glück haben beim Angeln. Aber direkt, da ist nur ein so ein Seerosenblatt, was da so extrem... Ich hab's ja sonst immer geschafft. Ja, ja. Aber da wurde einfach langsam direkt in den Stängel gekurbelt. Aber das war ein sehr, sehr schöner Biss. Krass eigentlich. Hast du gesehen, ja? Ja. Und es sah am Anfang auch so aus, als wenn vielleicht sogar ein Fisch dran war. Also ich habe auch gedacht, aber vielleicht war es der volle Futterkorb. Kann auch sein. Ich hatte in der Zwischenzeit auch hier nochmal einen schönen Biss gehabt. Aber bislang bleibt kein Fisch hängen. Und man muss sagen, es ist natürlich doch ein bisschen schade, damit wir keine frischen Mahnen haben. Damit man so einen schönen Mahnenbündel ran machen kann oder auch in Futter noch ein paar quirlige Mahnen machen kann. Oh, jetzt. Ja. Ich kann mal schnell schwenken. Jo. Hey, oh. Da kann ja mal Köderfisch rein. Ja. So, da kann natürlich der Köderfisch rein. Guck mal hier, ein kleiner Barsch. Den werden wir jetzt als richtigen Köderfisch nehmen. Den werden wir erstmal gleich betäuben. Betäuben und abstechen. Ja. Kleiner Barsch, das ist natürlich gut. Aber da sieht man mal, dass die anderen Bisse dann wahrscheinlich keine Barsche waren, weil wenn ein Barsch beißt, dann hängt er meistens auch und nimmt sich den Wurm richtig rein. Aber das ist ein super Köderfisch jetzt. Den werden wir noch... Ja. Den werden wir natürlich noch ein bisschen präparieren. Da werden wir schön oben jetzt die Rückenflosse abschneiden. Ja, dann kommt da natürlich noch ein bisschen Duft aus dem Fisch. Und vielleicht für den Räuber noch ein bisschen attraktiver, um den wegzuschlucken. Und dann schauen wir mal. Ja, Leute, das ist Wahnsinn. Also hier ist meine Montage, die ich mir bastelt habe. Freie Leine mit einem kleinen Bleischrot. Und warum hast du die gebastelt? Warum? Ja. Weil ich mir abgerissen habe. Ja. Und jetzt guckt mal hier, ich habe gerade einen Barsch gefangen. Dieser Barsch hat noch mein Vorfach drin. Alter, also ich bin jetzt ein absoluter Lebensretter. Ja, das machen wir hier ohne kurzen Prozess. Haben wir abgeschnitten, der kommt gleich wieder rein hier vorne. Das ist ja total geil. Ich habe nämlich gerade meinen Futterkorb hier vorne abgerissen. Da hing was. Also ich würde mal denken. Jetzt haben wir den, muss man sich mal vorstellen, hat der Barsch. Jetzt ist für alle, die sagen, die Fische haben Schmerzen und weiß ich was, der hatte den Haken verschluckt und hat jetzt trotzdem meine freie Leine. Wurmmontage quasi. Selbst da hat er gebissen. Also Wahnsinn. Aber trotzdem muss man sagen. Hier an der Stelle, ich weiß nicht, ob die Stelle uns noch mal wieder sieht, ist ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Wir haben hier drüben auch erst zwei Angelkollegen gehabt und jetzt bloß noch einer. Da geht auch die ganze Zeit gar nichts. Also außer Futter rein. Außer Futter rein, ja. Also Futter, da wurde ordentlich gefuttert. Vielleicht beißen deswegen die Fische hier auch nicht so. Aber man muss sagen, ist ein bisschen enttäuschend. Also gut, wie gesagt, ich habe ja gesagt, Kanalangeln ist nicht immer ganz so einfach. Besonders weil die Fische halt viel in Bewegung sind, viel rumschwimmen. Eine Stelle, die eben jeden Tag noch gut sind, kann am nächsten Tag wieder nicht gut sein, weil die Fische halt unterwegs sind. Nebenbei probiere ich meine Würmer hier wieder neu hochzukriegen. Ja, aber das war jetzt natürlich ein Schauspiel. So, das kommt erstmal wieder raus.
Da haben wir wieder draußen, wieder ganz hochgestellt die Route, weil der Wind hat jetzt nämlich aufgehört. Der Wind hat aufgehört, da kann man jetzt sehr gut gucken, sollte auch so sein. Wir haben jetzt glaube ich auch schon, ich weiß es gar nicht, bestimmt 8:30 Uhr. Dreiviertel neun schon. Also ich denke mal, wir werden jetzt gleich Schluss machen. Hm. Ja, vor allem, weil das die Mücken hier jetzt so langsam. Ja, so langsam kommen natürlich auch die Mücken und wir haben kein Mückenzeug bei. Also gar nichts. Wir können die quasi nicht abwehren, die Mücken. Ja, aber dann habe ich mich heute entschneidert mit 2 Barschen. Einen Barsch sogar doppelt gefangen, muss man sagen. Du. Oh. Jetzt so langsam beginnen die Raubfische an zu rauben. Das sah so aus, gerade wie ein schöner Barsch, der da hinterher hier schmatzt ist. Läuft so ein bisschen los, wa? Zu Arsch, ja. Ja, das ist natürlich sau interessant jetzt mit der freien Leine, wenn es so loszieht. Ja, ich denke, die bewegt sich, oder? Ja, wir haben natürlich auch die leichte Strömung. Aber zack, da ging es gerade ein bisschen schneller. Ja. Wir gucken mal. Nee, das war Fehlalarm. Das war Fehlalarm. Aber ich sitze natürlich hier mit meinem T-Shirt direkt in den Sträuchern drin. Also ich merke die Mücken schon. Aber da waren jetzt schon 1-2 wieder schöne, wie die Sehne so langsam loszieht. Und da sieht man mal, da ist ja nur ein ganz kleines Fleischrot dran. Da sieht man mal, dass das echt hier kaum Strömung. Oh! Was? Ey, das gibt's doch nicht. Schon wieder ab. Alter, habt ihr den Widerstand gesehen? Also ich hab ihn gesehen. Ich hab noch einen Kescher fahren. Also das ist ja Wahnsinn. Also langsam glaube ich das wirklich, dass das vielleicht doch Aale sind. Aber guck mal, ich sag mal, das ist direkt hier oben. Das hat irgendwo zwischengehangen. Aber das ist ja krass. Der ging richtig gut ab. Schöner, kräftiger Widerstand und gleich ab. Hier sind natürlich überall Steine noch mit drin. Boah. Dann soll ich doch nochmal einen Aalhaken ranmachen? Ja, wir haben hier so eine kleine Aalhaken. Dann mache ich jetzt nochmal einen Aalhaken ran und nochmal 1-2 Würmer. Aber das ist ja krass jetzt. Richtig, der ist richtig schön dann nochmal losgelaufen. Schöner Widerstand, ganz kurz. Sah gut aus. Schade. Und wie gesagt, nur dran. Ich werde hier gleich nochmal ein kleines Fleischrot dran machen, dass ich ein bisschen weiter rauskomme. Aber das läuft, also puh. So, da seht ihr die Sehne, wie die langsam noch untergeht. Wir hoffen mal, dass sie auf die Länge bleibt und vielleicht kann man mal sehen. Ich hatte jetzt schon wieder 2 Bisse. Guck mal da, wie sie losläuft. Habt ihr das gesehen? Na, jetzt haben wir da leider den Wasserläufer direkt drauf. Jetzt sehe ich sie selber gar nicht mehr. Doch, die hängt ja noch beim Wasserläufer. Ihr seht sie vielleicht nur ein bisschen. Kommt sie zurück? Okay, jetzt kommt sie ganz zurück plötzlich. So, holen wir sie mal wieder zurück. Die Anne auch gleich gesagt, ich will das auch gleich haben. Das ist natürlich jetzt sau interessant. Ich habe das gerade mal so ein bisschen ruff gekriegt, dass man das sieht. Aber das ist mega. Also das ist einfach. Ich habe schon früher gerne so mal geangelt an normalen Seen. Meistens dann mit einem größeren Haken und einem Tauwurm, weil der Tauwurm natürlich ein schönes Gewicht hat. Und damit auch gut, dass man gut rauswerfen konnte. Wissen wir, was jetzt da für auch vielleicht kleinere Fische vielleicht auch ein bisschen dran rumspielen. Aber das war bis jetzt, zum Schluss hier, bringt das die einzelnen Bisse. Weiß man nicht. Aber so sagt man, wir fahren gleich. Und fahren immer noch nicht. Aber da hinten wohnen wird ein Level nach dem anderen wahrscheinlich gespielt gerade. Nein, ich komme nicht weiter. Oh nein, sie kommt nicht weiter. Dann werden wir wahrscheinlich gleich, wenn die Leben weg sind, losfahren. Ich habe noch über genug. Ich habe noch über genug. Wie viel auch das immer sind. Na, über 100. Über 100 Leben noch bei Candy Quash.
Und Level 9400 oder so. 9458. Wirklich? Ja. Mal gucken, richtig raten. Geil. Ja, könnt ihr mal sehen. Wer ist bei Candy Crush weiter? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Als wie viel? 9400? 58. 58. Wer ist da drüber? Meldet euch. Meldet euch. Ja, ansonsten werden die Mücken auch ein bisschen lästiger jetzt. Aber man darf sich beim Mückenangriffen nichts anmerken lassen. Dann kommen die auch nicht. Wenn man wild umherhaut und sowas, dann, ist das so? Dann greifen die mehr an. Ja, ja. Du lügst doch, oder? Mhm. Tja, vom Angelkollegen da drüben hatte Massen anfüttern, was er da gemacht hat, auch nicht funktioniert. Selbst auf die Stüppe kommt da kein Fisch raus. Also entweder ist heute ein schwieriger Angeltag oder die Fische hier, boom, war die Autotür. Oder die Fische hier wollen doch nicht, also wollen nicht so richtig. Oh, da geht die Schnur wieder los, das war ein schöner Biss. Mal gucken, ob es mal normal losgeht. Boah, ist das interessant, ey, wirklich. Ich habe das Level übrigens geschafft. Sehr gut. Also ihr müsst hier jetzt über 9400... 59 kommen. Also sein, um... Oh ja, da läuft sie wieder. Nehmen Sie mal wieder locker in der Hand. Ja. Was? Nervt. Ich nerve. Also ich nerve, weil es bei mir beißt. Das müsst ihr dann auch verstehen. Ja. Und weil Anne natürlich nicht dieselbe Montage dran hat. Nee, brauche ich auch nicht. Brauchst du ja nicht. Die fängt dann nämlich gleich noch den Zander. Nee, das kommt unverhofft. Weil? Unverhofft kommt? Oh, den habe ich bis in eine Rutenspitze gemerkt, den Biss. Holla, die Waldfee. Aber nicht dran. Nicht verwandelt, schade. Nicht verwandelt. Aber sind jetzt auch keine Barsche. Die Würmer sind bloß nur so abgefressen. Oh. Was? Hier sind keine mehr drin? Ja, dann nehmen wir Tauwürmer. Aber noch Tauwürmer. Nee. Wieder schön gerade hingestellt. Aber das war jetzt gerade geil. Ich habe mit euch geredet, nicht mehr auf die Angelspitze geguckt oder auf die Sehne geguckt. Und der Biss ging bis durch. Also den hat man bis in der Hand gespürt. Ah, das ist scharf. Ganz einfaches Angeln. Wie gesagt, das macht zum Beispiel auch, wenn man so in den Dorfseen und so angelt und man hat wirklich bloß freie Leine, vielleicht ein kleines Bleischrot noch dran, damit man den Köder ein bisschen rauskriegt, die Angel so leicht abgelegt und wenn dann die Sehne so losgeht. Boah. Das ist auch toll. Ja? Ja, nee, die verarscht mich gerade wieder ein bisschen. Habe ich noch nie so gemacht. Ja, zeig dir, du verarscht mich. Mhm. Ich gerne. Ja, das stimmt allerdings, das macht sie sehr gerne. Das stimmt. Wir necken uns ziemlich oft. Aber dann kriegt ihr ja auch in den Videos, die wir machen, ja auch mit. Wie gesagt, wir könnten auch die Kamera durchlaufen lassen. Alle, die unsere Livestreams mal bei Twitch gesehen haben, die wissen das, dass wir immer so sind. Ja, leider haben wir dafür immer jetzt keine Zeit. Zum Beispiel heute hätten wir Zeit gehabt, aber kein Empfang. Also ich habe nicht mal Handynetz, also nicht mal nur Edge, sondern kein Netz. Nee. Also großen Respekt an alle anderen Streamer, die das hinkriegen, in Deutschland überall Empfang zu haben. So, meine Angelfreunde, wir setzen uns jetzt gleich auf die schöne Parkbank. Nee, wir müssen uns leider woanders unser Abendbrot holen. Leider? Na, leider. Kommt drauf an, wie man es sieht. Du hättest ja auch größere Fische fangen können. Das stimmt. Also besonders der, wo der Haken dann abgerissen ist. Keine Ahnung, aber ich glaube eher, dass das an der Steinpackung irgendwo hängen geblieben ist. Man weiß es nicht genau. Aber ich habe 3 Barsche gefangen, in sogar schön. Du hast leider nichts gefangen. Nee, ich hatte aber gute Pisse. Oh ja, das stimmt. Und an, ja. an dem Köderfisch, den wir ja hatten, da waren ja auch 2 schöne Zähnchen zu sehen. Hätte ich euch ja auch zeigen können, genau an dem Barsch. Da gab es nämlich einmal... Da, glaube, du hast den frisch reingeworfen. Hm? Frisch reingeworfen und die Angel hingelegt und die hat plötzlich richtig vorne so eben mal so richtig ausgeschlagen. Da habe ich hier das Ding noch nicht umgeschalten. Genau, so ausgeschlagen, da war noch nicht der Freilauf. Also bevor Anne den Freilauf drin machen konnte, hat er richtig ausgeschlagen und da waren richtig in dem Barsch 2 so eine Streifen. Haben drin. Wir jetzt aber auch am Ende erst entdeckt. Wir haben vorher gar nicht geguckt. Nee. Aber naja.
Also könnte das vielleicht sogar ein Zander. Ja, das glaube ich. Ein Zander gewesen sein. Ansonsten schönen Feierabend angeln. Eine neue Stelle kennengelernt. Ich bin nicht so davon begeistert, muss ich sagen. Also denke mal, hier werden wir nicht nochmal herfahren. Aber trotzdem wird dieser Kanal uns wiedersehen. Wir werden uns mehr Stellen hier angucken. Die Jungkäfer sind unterwegs. Genau. Das ist ganz schön laut. Machen die. Die fliegen uns gleich an. Ja, da kommen sie. Muss ich immer beobachten. Und ansonsten macht ihr doch. Schnappt euch eure Uschi? Frau. Ja, oder schnappt euch euren Mann. Fahrt an Wasser. Beobachtet Junikäfer, so wie Anne. Nein, ich beobachte dich. Ich glaube, Anne hat was getrunken. Nein. So heimlich. Doch, guck mal, du siehst so ein bisschen so aus. Gut. Nein, man soll nicht immer direkt in die Kamera gucken. Ja. Habe ich gelernt. Ja, ist gut. Es sei denn, ihr könnt sagen, sollen wir lieber so direkt reingucken? Ist das angenehmer oder ist das eher so besser? Ja, was ist besser? So reden? Bei mir wurde nämlich gesagt, weil so, wenn man nämlich so an der Seite vorbeiguckt, dann wahrt man nämlich noch so ein bisschen die Distanz. Das ist für manche Zuschauer wohl angenehmer. Habe ich gelernt. Hä? Mhm. Anne macht nämlich gerade... Da rennt hinten was durch Wald, was Größeres. Okay, ihr seht, wir sind abgelenkt von der Natur. Was mache ich? Lehrgänge. Schneidelehrgänge. Jetzt Ihr werdet bald methodisch-didaktische Feuerwerke sehen hier. Haben wir vielleicht doch getrunken am Wasser? Ich weiß es nicht. Also so wie du gerade gesprochen hast, könnte es sein. Ja, gut. Gut, nicht unnötig in die Länge ziehen. Ja, da haben wir halt nicht so viele Angelvideos gemacht, sondern eher so das Schwatzen danach. Ja, das stimmt allerdings. Das ist ganz gut. Ja. Dann. Au, das war glaube ich eine Mücke in meine Hüfte. Da wird die ganz dick, die Hüfte. Sehen wir uns das nächste Mal. Dienstag oder Freitag, 19 Uhr. Und bis dahin. Tschüss, ciao. Ja, bis bald.